Einen crazy Tag wünsche ich und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Wir starten direkt und ich entschuldige mich für gestern. Oder ja, gestern sollte die Folge gekommen sein. Ich mache jetzt wieder eine längere Aufnahmesession. Ich war extrem verpeilt. Ich habe jetzt nochmal in die alte Folge reingeguckt. Das hätte ich eigentlich gestern machen sollen. Ich weiß, warum wir hier sind. Und ja, wir wurden ja runtergezogen und jetzt sind wir ja, also wo wir ja davor waren. Ist ja egal. Jetzt klingt's eh bescheuert. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt irgendwie das Vieh besiegen. Das uns noch nicht verfolgt. Und das wundert mich gerade extrem. Oh! Nein, nein! Alter, warum bin ich jetzt von meinem Bild weggekommen? Alter! Feuer hilft ja. Bekanntlicherweise. Ja, komm genau da raus, Alter. Nee. Ich will gerade nicht mehr sprinten. V. So. Jo! Ficken! Sofort am Hebel ziehen. Danke. Nein, die kommt jetzt auch noch vor uns. Nein! Jetzt muss ich auch noch nachladen. Ey, was für behindertes Pech muss ich haben? Danke. Blödes Vieh. Stirb doch endlich. Wir müssen die wohl wirklich umbringen zuerst. Wo lang gehst du jetzt? Da lang? Das ist sehr schön. Hallo, entscheide dich. Ist das Vieh jetzt tot? Ja. Das hätten wir schon mal. Ach, ich brauche gar keinen Timer. Ich habe hier meinen zweiten Bildschirm. Ich bin ja wieder zu Hause. Gut. Also. Mal gucken, was jetzt noch so abgeht. Mal gucken, was ich noch überhaupt alles habe. Keine Spritzen mehr, Munition. Ich habe Pistolenmuni, die lade ich jetzt nach. Ich hätte gerade keine Schrotflinte brauchen sollen. Die kann man für was anderes noch gut gebrauchen. Oh nein. Warum wird's dunkel? Ah! Nach Hause. Zum ersten Mal erschrocken. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Oh Mann. Alter? Was in Teufel?
Teufels Namen. Sehr schön. Irgendwas passiert hier. Ich weiß nicht, ob ich das töten soll oder was ich töten soll. Die kann ich nicht töten. Damit kann ich auch nichts machen. Okay. Können die mich angreifen? Ja, okay, die sind aus Fleisch und Blut. Entfern dich, du kleine Missgeburt. Aber Kugeln können denen nichts anhaben. Doch, können sie. Habe ich eben einfach nur daneben geschossen oder was? Munition alle? Nee. Alter. Jo, sprinte noch mehr. Irgendwie sind die damit verbunden. Ja, lauf ich gegen den Schrank oder was? Komm, leck mich. Ich hasse es manchmal, ne? Jetzt habe ich kaum noch Leben, jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Okay, da ist auch nichts änderbar. Kann ich hier raus? Nein. Oh, oh. Wir werden hier drin sterben, das sage ich euch jetzt schon, weil ich nicht weiß. Lad mal nach, Bruder. Na! Irgendwie komme ich auf den Knopf und dann gehe ich auf den Desktop zweiten. Nee, das ist es nicht. Das ist auf keinen Fall das, was ich suche. Die hängen ja damit zusammen. Mit dieser Maschine. Ja, aber ich musste irgendwie sterben, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Problem ist nur, wie sollen wir sonst weiterkommen? Wir werden es jetzt auf jeden Fall sehen. Das zeigt uns hier ein Gehirn, ist klar. Was in Teufels Namen? Gehirn. Hier muss doch irgendwo... Feuerlöcher, ne. Einmal kurz auf Seite sprinten. Gut. Also wenn wir in den Kopf schießen, passiert auf jeden Fall nichts. Vielleicht kann ich hier durch. Ne. Alter! Super. Alter, und ich kann auch nicht treffen, ne? Gut, ich laufe ja jetzt hier wieder nur im Kreis. Aber ich habe auch gerade keine Ideen mehr. Außer... Schrotflinte nachladen. Vielleicht hilft das ja was. Ah, okay. Alter! Was drücke ich? Ich drücke eigentlich gar nichts. Ich bin in Skype. Keine Ahnung, was gerade mit meinem PC los ist. Komm, leg dich auch hin. C, entfernen. Gut, wir haben es herausgefunden. Die Dinger müssen entfernt werden.
aber ich muss die Feuer niederschießen, dass die aufs Maul legen sich. Okay. Wir haben Kapitel 5 endlich mal überlebt. Grandios. Und wir speichern mal schnell. Bei innere Tiefen, bla bla bla, annehmen. Und wir gehen jetzt ins Kapitel 6. Da drücke ich hier einen Knopf, auf der Tastatur eigentlich nicht. Wir verlieren uns. Kapitel 6. Alter, der sitzt uns jetzt. Hat sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Kirchen. Ja, ich kann es manchmal aussprechen, manchmal nicht. Wie gesagt, Kirchen. Seht ihr? Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeugen spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Wir folgen ihr mal wieder. Stellt die sich jetzt hier hin zum Speichern? Ja. Ich weiß nicht, wir haben nicht genügend Gehirnflüssigkeit, das weiß ich. Deshalb machen wir trotzdem mal, naja, nur 800, das reicht auf keinen Fall. Wir können nicht zurückgehen. Warum nicht? Müssen wir uns wirklich hier erst einschreiben? Oder müssen wir da hinten durch den Spiegel zurück? Nö. Okay, wir müssen irgendwas hier machen. Wahrscheinlich müssen wir doch diese Blätter nochmal untersuchen. Wir müssen mal gucken. Ich hasse es, wenn man hier die ganze Zeit rumlaufen muss und nichts richtig checkt. Hier waren wir ja jetzt. Fotos. Eine Kirche. Okay. Das ist eigentlich unser Sicherheitsbereich, habe ich gedacht. Das gefällt mir gerade. Was war das? Alter. Alter, hallo? Geht's ihr noch gut? Hier hinter...
Ja, auf jeden Fall. Warum kann ich hier nicht rein? Es geht jetzt ab. Aber wie es weitergeht, ganz ehrlich, sorry. Aber seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt crazy. Und tschüssen.